Industrie steht vor vielen Fragestellungen für im 21. Jahrhundert, war gleichzeitig aber in den letzten 150 Jahren eigentlich ein Garant für viele Erfolgsgeschichten und Wachstum und die Entwicklung in Deutschland insgesamt. Es wird aber eine starke Strukturänderung geben, national wie international. Und besonders in Deutschland wird der Strukturwandel intensiv werden. Und das Buch versucht, diese Themen zu diskutieren und Antworten anzubieten, um sich ein Meinungsbild darüber zu geben, wie wird die Industrie der Zukunft in Deutschland aussehen. Die Industrie in Deutschland steht vor sehr großen Herausforderungen, die vor allen Dingen global auch zu sehen sind. Das Thema Rohstoffe, das Thema demografischer Wandel, andere Themen auch, wie das Thema Dienstleistung in der Wertschöpfungskette verlängert wird. Das heißt, zahlreiche Fragen, Nachhaltigkeit, Umweltfragen, all die Themen, mit denen sich die Industrie auseinandersetzt. Es wird die klassischen Bereiche der Industrie in der deutschen Produktion nach und nach nicht mehr geben. Das heißt, die Industrie muss ein Stück weit neu erfinden. Das wird ihr aber mit Sicherheit auch gelingen. Und gerade die Innovations- und Wandlungsfähigkeit ist ein ganz wesentliches Element, das dort eine Rolle spielen wird, wie man sich die Wertschöpfungskette insgesamt verlängert und wie man sich das Thema Dienstleistung annimmt und gleichzeitig auch Dienstleistung implementiert, damit zu einem Gesamtanbieter wird. Dann aber auch wieder ein Vorbild in der ganzen Welt von dem Industrieverständnis, wie es ja auch 150 Jahre vorher war. Die Lebenswelten insgesamt und Megatrends spielen eine große Rolle im FAZ-Institut. Und das Thema Energie, Energieeffizienz spielt in Unternehmen bereits seit über 10 Jahren eine sehr intensive Rolle. Durch die Energiewende der letzten in den letzten zwei, drei Jahren hat sich das aber maßgeblich auch gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch verändert. Das heißt, das ganze Thema hat eine enorme Beschleunigung erhalten und damit benötigt man Moderatoren und Mediatoren, um diese Netzwerke und Communities neu zusammenzuführen. Das ist eine der vornehmen Aufgaben des FAZ-Instituts und deshalb hat das Thema Energie bei uns eine ganz wesentliche Rolle und wir werden dort eine Projektcommunity aufbauen, wie auch zu anderen Themen, um gemeinsam mit vielen Partnern dieses Thema zu entwickeln und gemeinsam in die Energie der Zukunft zu schauen.